Vorträge uns angeboten werden. So großartig, dass wir gesagt haben, Menschenskinders, wir müssen den Leuten einfach auch mal eine Chance geben, auf einer größeren Bühne aufzutreten. Und so hat das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 bei den Parkschützern unter www.parkschützer.de einen Song-Contest ausgeschrieben. Und heute Nachmittag haben wir die große Freude, den Sieger dieses Song-Contests hier begrüßen zu können. Freuen Sie sich mit mir auf Felix Thomas alias Freimut Feliciano mit seinem Song Eine Stadt erhebt sich. Es ist die Aufgabe der neuen Generation, die mächtigen Herren, die da oben fährt, erschick auf ihren Sesseln Thron für ihre Missetaten endlich zu belohnen. Sie geben uns die vollboten Spiele, machen Rück und Füchse absolut genügsam. Doch ohne individuelle Ziele sind wir alle nur ein geistloser Haufen, darauf trainiert, ihren seelenlosen Schatten auch noch zu kaufen. So kommen wir gelaufen, wie eine Herde Schafer, doch wer sind unsere Hirten? Politagitatoren lohnen uns dermaßen ein, behaupten, Stuttgart 21 müsste unbedingt sein. Doch ein genauer Blick, und man sieht die Herren der Politik, Investoren und Banken, sie miteinander verstrickt, agieren geschickt, ich glaube, ich bin verrückt. Doch wenn man die Geschichte lernt, ich schreibe diese Reime und frage mich, wann sie die Stadt erhebt gegen Stuttgart 21, damit ihr klar seht, oh, und was ist sich in meinem Kopf dreht. Ich schreibe diese Reime und frage mich, wann sie die Stadt erhebt gegen Stuttgart 21. Yeah. Oh, yeah. Wir haben größere Autos und doch kleine Berlin, doch große Rollenspiele, oh, 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 yeah. Wir haben kleinere Familien und zu große Autos. Warum dauert ab und lautlos geht uns doch jeden Tag ein bisschen mehr mit dem ständigen Verkehr. Yeah. Und all die kranken Gedanken von Politikern und
schieß es noch mal. Seit der Lauf für Stuttgart gegen Stuttgart 21 und für Stuttgart gegen Stuttgart. Okay. Danke. Mein Name ist Freimund Feliciano und ich wollte auch sagen, es ist ziemlich schön hier und wir sollten schauen, dass es schön, so schön hier bleibt. Zusätzlich zu den vielen tollen Highlights des heutigen Nachmittages einen anderen Sohn Stuttgarts anzukündigen. Mit gerade mal zwei Buchstaben ist er Anfang der 90er Jahre ins große Showgeschäft eingestiegen. Die Buchstaben lauteten A und N. Und zusammen ergaben sie den Hit A-N-N-A, der damaligen Stuttgarter Gruppe Freundeskreis. Dieser Formation mit einer neuen Band, aber mit demselben Charme wie damals, um mit uns hier gemeinsam gegen Stuttgart 21 zu demonstrieren. Herzlich willkommen zu Hause, Max Herre!